Begrüßung eingeleitet. Und jetzt. Peabody und Atlas begrüßen euch zu Portal 2. Wie geht's, wie auch steht's? Bekannt. Ja, auch bekannt als Daniro LP und Metal Mario Master. Ja. Ja, wir sind wieder zurück. Wir haben die dritte Testkammer abgeschlossen, sind jetzt in der vierten. Hier gibt es 9 Level und was Neues. Ich, im Dienste der Wissenschaft werde herausfinden, was es ist. Nice. Hey. Bleib mal da. Ja. Ich schwebe. Das seht ihr, ich schwebe. Wir nutzen die Schwerkraft. Orange, mach dich nicht lustig über Blue. Wie bitte? Ich hab gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, wo ich mein Portal setzen soll. Ich stecke fest. Nein! Wenn ich sehe, wie ihr euch gegenseitig sabotiert, staune ich über eure Freundschaft. Das ist jetzt sabotiert, ich hab gar nichts gemacht. Ich mach überhaupt nichts. Dann geh ich mal darüber. Oh Gott. Ich wusste nicht, wo ich mein zweites Portal hinsetzen muss. Okay. Jetzt komme ich wieder zurück. Ups. Okay. Memo an mich, nicht einfach sinnlos platzieren. Nicht irgendwie sinnlose Portale platzieren. So, da oben ist ein Knopf. Ja. Das sehe ich auch. Nur die Frage ist, wie kommen wir daran? Weil ich sehe nämlich nirgendwo nur noch eine zweite Stelle, wo man das zweite Portal platzieren könnte. Oder siehst du eine? Weiß ich nicht. Ich mal. Ui. Gucken wir mal beide. Hüpp. Ah, ich hab's gesehen. Ah, da oben. Tun dunkelblaues. Ja. Dann gehen wir zum Knopf. Zum Knopf. Ja. Ui. Oh mein Gott. Help me. Oh mein Gott. Okay, oh warte. Stimmt, einer von uns muss da wahrscheinlich bleiben. Ja. Okay. Oh Gott. Nochmal. Dann weiß nicht, dann bleibe ich da oben und du guckst mal, was da unten ist. Oh Gott. So viel Momentum. Obwohl. Muss ich runter oder du? Wer hat hier gerade die Portale? Hier mal gucken. Oh Gott. Oh Gott. Das war super knapp gerade. Ich komme nicht durch. Okay. Ich komme nicht runter. Weil das Ding unter uns ist gerade weggegangen. Ich habe mich ein bisschen informiert und herausgefunden, dass Orange und Verräter auf dieselbe lateinische Wurzel zurückgehen. Ich glaube, du stehst nicht richtig drin. Ah doch. Da stand irgendwie voll viel Text, aber irgendwie hat hier nichts gesagt. Das ist wie wenn ich Fire Emblem irgendwie spiele und irgendwie, weil nicht. Der Untertitel, weil ich spiele mit japanischen Text irgendwie. Damit spiele ich japanische Sprache. Ja, so wie du es ja auch immer tust. Dann irgendwie, weiß ich, da steht, die Charaktere sagen eindeutig nur so was und dann hast du irgendwie so ein ganzes Paragraph da irgendwie unten stehen. Irgendwie was in der Übersetzung verloren gegangen ist oder so. Lost in Contact. Wie bist du jetzt recht gestorben? Orange. War blöd genug, in deine Falle zu kommen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Okay, das öffnet das hier da oben. Also halten wir mal fest. Ja, wir können den Wind hier durchlassen. Ah, ich verstehe. Hier, auf mit dir. Wohin? Hier hin? Ja. Nein. Ja, weil ja, klappen. Blue, das hast du genau richtig vorhergesehen. Ja, warte, hier kann man rein.
Was ist hier drin? Nichts. Irgendwie nichts. Okay. Hm. Der Wind ist da. Hier ist ja auch noch Wind. Ah. Kann ich noch irgendwo anders? Oh, nee. Also hier auf der anderen Seite ist auch noch was. Aber ich glaube nicht, dass wir da durch müssen, weil da ist so ein roter Todeslaser. Ja, da muss ein Ball durch. Ja, wo kriegen wir einen Ball her? Wo ist denn der Knopf überhaupt? Der Knopf öffnet diese Luke da. Ah. Ich verstehe, wir müssen einen Ball mit dem Wind da durchkriegen. Ja, wo ist denn hier ein Ball? Ah, da ist ein Schalter in der Mitte. Da ist ein Schalter in der Mitte, aber irgendwie müssen wir da hochkommen. Wir sind wieder rüber, ja. Nur weh. Ja, weh. Oh, warte, hier. Nee. Ja, wie kommt man da hin? Nee. Doch, doch. Machst du da rein, dann springst du mit dem Ding da hin, ne? Ja, da machst du dein Hell, hier machst du dein Hellblaus und dann springst du mit dem Ding so in der Mitte. Wenn das in der richtigen Höhe ist, ne? Dann kommst du da in die Mitte rein, ne? Ja, ich versuch's mal. Oder? Nein. Okay, es war nicht die richtige Höhe. Erstmal abdancen. Muss ich überhaupt hier draufstehen? Ich muss gar nicht hier draufstehen, ne? Naja, warte mal, ich versuch's nochmal. Ja. Da kommt in deine Mitte, da ist der Schalter. Ui! Nee, du musst die Portale da hinsetzen, weil wenn ich da durchfliege, fallen meine Portale ja weg. Ah, okay. Na gut. Da und da. Jetzt stelle ich wieder auf den Schalter. Aber warte, ich glaube, da geht's. Ich glaube, da kommst du gar nicht durch, ne? Nee. Verdammt. So. Nochmal. Und noch eine Runde. Hui. Ich fühle mich frei wie der Wind. Okay, lass jetzt mal entfernen wir das gelbe Portal bitte. Und jetzt stell dich nochmal auf den Schalter drauf. Mhm. Auf der anderen Seite ist auch eins. Da muss dann da durch, nehme ich an. Warte ja, ich muss ja. Ja irgendwie mit dem Ball runterkommen. Hm. Warte mal, geh mal irgendwo in Sicherheit. Weil ich weiß nicht, ob da... Kann ich dich kaputt machen, wenn ich hier weggehe vom Schalter? Nee, nicht. Ach, warte, Moment, ich komme mit dem Ball ja gar nicht rüber. Na, ich nehme an, der muss ja da zu dem Laser. Da, wo du das Hellblau platzierst, also auf der anderen Seite ist auch noch ein Portal. Ich weiß. Also muss ich die platzieren dann, ne? Warte mal. So. Ah, ach so. Oh. So. Jetzt muss ich nur irgendwie gucken, dass ich irgendwie hier wieder rauskomme. Ja. Kannst du irgendwie die Portale hier platzieren? Ne, ich komm an nichts ran. Ja, aber da bringt ja nichts, weil da muss ja ein Portal auf der anderen Seite sein. Moment. Ich glaube doch. Ich glaube, ich weiß es. Ah, jetzt kommt. Ah, genau. Genau. Und jetzt auf der anderen Seite. So wird ein Schuh draus. Ah. So. Sehr gut. IQ von 5000.
Wir sind so klug. K-L-U-K. K-L-U-G. Nee, warte. K-L-U-K. Verdammt. Ich hab's richtig. Was passiert, wenn ich dich nicht angucke? Dann geht das Spiel nicht weiter. Wir sind hier immer noch im Dienste der Wissenschaft unterwegs. Ja. Und du machst dich auf so eine Schraube. Blablabla. Orange, Blue und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Bitte was? Tja, das stimmt. Orange werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Warum denn immer ich? Ich weiß es doch nicht. Was war das denn jetzt schon wieder? Weiß ich doch nicht. Zerstörung. Wie der Untertitel einfach nur wieder einfach nur stand Zerstörung. Richtig? Ja. Da. Da und keine Ahnung. Oh. Ah, that's why. Da oben ist ein Würfel. Wir kommen wieder hoch. Ach, da unten ist eins. Da unten ist ein Portal. Ja. Warte, ich lass mich mal hochschwimmen. Hui. Ja. So, ah ne, warte. Jetzt mach ich hier eins. Hier eins, wenn das gehen würde. Geht aber nicht. Ich kann das nicht entfernen irgendwie. Was ging da hin? Irgendwie kann ich den nicht entfernen. Ah. Zu dumm, wo ich meine hab. Dein. Oh. Oh. Bin jetzt gelandet. Wieder am Anfang. Ja, ja, jetzt so ein Ding zum Ablocken. Sind da Portale auf der anderen Seite? Warte mal. Von dem Ding meine ich? Nee. Mal vielleicht schaffen. Warte mal, schieß mich nochmal hoch, bitte. Also jetzt hier nochmal das rote Portal hin. Oh. Denn ich glaube, ich weiß nämlich mal, was das Ziel ist. Erstmal muss ich nämlich hier hoch. Und dann. Hui! Nein. Warte mal. Was passiert nun mal, wenn du auf den Schalter drückst? Dann geht hier da oben, das Ding. Ja. Naja, ich hab's gesehen. Da kann ich aber auch nichts hinsetzen. Warum? Wofür ist das gut? Wahrscheinlich für den Würfel. Mich mal irgendwie dahin. Kann man irgendwie dahin, von wo der Wind herkommt? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Obwohl. Warte. Könnte es vielleicht sein? Warte mal, ich schick dich mal nach oben. Schick mich mal nach oben. Ja. Jetzt. Dann. Oh, warte. Musst du unter dir das rote Portal hinsetzen und ich? Wer wird hier dann meins hinsetzen? Okay. Warte, ich setze einen Countdown, weil. Das Momentum wird dir wahrscheinlich genügend Schwung geben, damit du in die Mitte fliegst. Ja, aber dann fahr ich da hier rein. Fällst du? Pass auf. So. Oh. Oh.
Ich bin so klug! Yeah! Weiß nicht, was du gemacht hast, aber hat funktioniert. So, und jetzt müssen wir ihn auf den Schalter nehmen, ich meine. Genau. Ne? Okay, lass den Würfel runter. Du. Fuck. Hättest auch einfach den Würfel fallen lassen können. Ja, stimmt auch. Verdammt. So weit habe ich jetzt nicht gedacht. So. Warte mal. Müssen wir beide? Oder nur einer? Ja. Wir müssen es beide machen. Okay. Fertig? Unter mir muss ich rot. Ja. Okay, nice. Haha! Ich bin so klug! Zwar ist für diese Tests Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Ey Mann, das soll ich. Ich hatte voll die gute Idee gehabt. Bei wie viel Minuten sind wir denn schon? 16. 16. Also ich muss da sagen, hier geht es wesentlich schneller als in der dritten Testkammer. Und wir sind jetzt glaube ich schon beim vierten Test oder beim dritten? Das Konzept von Wind ist einfacher. Ich muss ich auch gerade sagen, also das mit dem Wind finde ich wesentlich leichter als mit den Brücken. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Remontageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken, es reicht. Okay. Nun. Go. Hier. Glaube ich. Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Jetzt komme ich durch. Okay. Sicher auf der anderen Seite. So. Jetzt sind wir hier. Nun. Aber der Ausgang, er ist doch direkt über uns. Oh nö, jetzt kommen wir da nicht hin. Hier, ich glaube, hier muss ein Ball hin. Ja, hier muss ein Ball hin. Nur. Wo ist der Ball? Ist noch mein gelbes jetzt. What? Okay. Oh, Scheiße. Das lief genau wie geplant, Blue. GLaDOS, halt die Fresse. Also, was ich gerade merke, was? Ich habe meinen Controller ja noch eingestöpselt, ne? Ja. Und ich habe so einen PS4-Controller, wo die so Lichter haben, ne? Jedes Mal, wenn ich mein rotes und mein gelbes Portal platziere, dann tut mein Controller zwischen gelb und rot wechseln, ja? Das ist cool. Ich meine, ich spiele es ja mit Tastatur. Ja, ich spiele auch mit Tastatur, aber mein Controller ist halt noch eingestöpselt. Ja, ich kann ja noch nicht benutzen, weil er irgendwie so Gyro Control hat und da kann ich irgendwie nicht abstellen. So. Müssen eigentlich nur. Ist das hoch genug? Müssen eigentlich nur von da oben reinkommen, irgendwie. Ah, ich sehe da was. Das ist ein Laser. Ah. Guck mal da hin. Oh, warte. Boom. Ich müsste da, glaube ich, hinkommen, ne? Ich hoffe es. Ah. Ich guck mir mal deine Perspektive an. Ich will aussteigen. Ja. Nein. Nein. Aber warte, Moment. Ich komme wieder rein. Nein, Achtung, ich möchte gerne aussteigen.
Nein! Nein! Lass mich da rein! Noah. Okay, der Würfel ist da runtergefallen. Hm? Wo ist der Würfel? Der ist irgendwo. Warte, hier. Ich nur mal tap. Der ist hier so runtergefallen in der Mitte. Ah, wir müssen den Wind da so dahin lenken. Ah. Während ich halt, halt den Knopf drücke. Ja, ich glaub, ich also bist du nochmal. Also musst du da nochmal hin, wo der Wind ist. Ah. Ist das hier richtig? Ja. Machen wir den Würfel. Oh. Ja! Ja, komm zu Papa. Oh, Yes! Und nun. Hast du ihn? Ja, wo müssen wir ihn hinpacken, aber? Da rechts, also da links hin. Na, jetzt muss ich. Wie komme ich jetzt darüber? Oder, warte mal. Ich muss. Wait a minute. Das ist so ein Laserblock. Wir müssen irgendwie versuchen, den Laser dahin zu lenken. Wie sind wir ja nochmal darüber gekommen? I don't know. Oh fuck. Nein! Ah! Ich oh Gott! Ich lass mal den Büffel kurz hier, weil ich den nicht kaputt machen will. Ja. Ja, ne? Da muss nämlich der Laser hin. Ja. Warte, hier. Jetzt kannst du mit dem Würfel da runter gehen. Jetzt kannst du den Würfel da nehmen und darunter packen. Oder? Ja. Ja, aber das nützt uns nichts. Wir müssen irgendwie wieder in diesen Raum da hinten rein, wo auch der Schalter ist. Ach, da müssen wir wieder rein. Oh. Ich dachte, wir müssen. Da fängt nämlich der Laser an. Mhm. Boah, lass mich mal hier weggehen. Geh da nicht durch. Lass den Würfel erstmal mal hier, ne? Wir müssen ihn mal erst ausprobieren. Also muss ja eigentlich wieder darüber, ne? Wo grad war's. Also hier. Und. Ach, da komme ich ja nicht wieder dran. Obwohl doch. Warte mal. Was ist, wenn ich jetzt da runter gehe? Ne, ich muss ja da. Okay, geh da runter. Ja, oder mach du die beiden Dinger, genau. Mach da, wo mein gelbes ist und dann, wo der Laser hingeht. So. Ja. Ja, genau, warte mal. Lass mal alles da, ne? Ich komme mit dem Würfel darüber. Ja. Nein, was hast du gemacht? Oh, ups, Entschuldigung. Nein. Das ist kein Problem. Ich komme nochmal runter. Ah, oh nein. Wir stehen kurz vor der Vollendung, Freunde. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich habe gerade den Würfel in der Hand. Nein. Ich brauche hier unten ein hellblaues. Danke. So, und nun? Wir müssen nämlich jetzt hier ein Portal hinsetzen. Ah. Den Laser. Ah! Oh! Jetzt musst du nämlich dann ein rotes Portal hinsetzen. Dann fliegen wir nämlich hier rüber.
So, da ist jetzt ein rotes Portal. Mit dem Würfel. Aber da kommt man sogar hin. Mhm. Boah, es ist ein bisschen tricky. Oh Gott. Jetzt setzt du hier dein gelbes Portal hin und zack, da haben wir es. Oh. Oh, große Gesten. Ich hab mein Achievement freigeschaltet. Yeah. Ah, ich auch. Ich habe irgendwie voll die Pirouette gemacht. Yeah. Den Kranich. Mhm. Dann mache ich die Schildkröte. Wir haben 26 Minuten. Machen wir noch eine. Ah, haben wir dafür Zeit? Ja, komm, machen wir noch. Machen wir noch. Mal sehen, ob das nicht zu lange dauert. Ja. Aber die Dinger sind ja einfacher, ne? Blue, wie gut kennst du Orange wirklich? Vertraust du Orange? Ja. Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist. Ich kann das erklären. Okay, der Schalter verändert die Richtung des Windes. Also da oben ist ein Knopf, da müssen wir rankommen. Oh, machen wir den rein. Wow. Oh. Ja. Ist er da? Da ist der Würfel. Ich sehe den Würfel. Na komm, ich mal rüber. Oh Gott, das ist so merkwürdig. Ich sehe zwei Leute rumfliegen. Einer davon bin ich. Oh, okay, warte. Ich sehe schon. Nein. Nein. Jetzt komme ich ja nicht. Okay, ich sehe schon. Du siehst schon. Ja. Oh. Jetzt kommt der ja so runter. Ja. Ja. Was müssen wir mit dem Würfel machen? Der Würfel, der muss... Da, an diesen Schalter muss der. Oh. Ja. Ich habe keine Möglichkeit, ein zweites Portal zu setzen. Ja, so, ne? Hm. Ja, ne? Ja. Wenn ich mich nicht irre. Jetzt einfach darüber springen. Oder den Würfel da reinschmeißen. Yay. Yeah. Da passt halt nur der Würfel durch, sehe ich gerade. Yeah. Yeah. Wow. Orange, nur zur Klarheit. Ja, was? Blue gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Was? Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Wer, ich? Ja. Nein. Wer hat die wieder Blue gesagt? Nee, sie sagte Orange. Sie sagt doch immer blau. So, das waren nur 2 Minuten jetzt. Machen wir noch ein. Okay, machen wir noch eins. Einer geht noch. Blue, das ist mir an Orange noch gar nicht aufgefallen. Orange, möchtest du etwas sagen? Nein. Du möchtest also nichts sagen? Nein. Okay. Ich komme da durch. Was haben wir hier schon wieder? Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Warum hast du das Ding entfernt? Oh. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Laserwand war. Warte, ich mach's noch mal. Weil ich hab's dann echt nicht gesehen, da ich offensichtlich auf beiden Augen blind bin. Und deswegen entscheide ich mich nicht zu sagen. So. Na, wenn du das sagst. Und nun. Nur wo ist jetzt. Und nun. Da. Und nun. No. Au. Was ist passiert? Da sind so Stacheln, die von oben runtergekommen. Am Ende. Wait, von den Teil. Warte mal, lass mich mal da durch. Lass mich mal versuchen. Okay. Erst jetzt mal deine Portale
Alle mit deinen. Okay, ich geh jetzt mal da durch. Ja, siehst du halt nicht, diese Stacheln, die da sind. Ja, die kommen langsam runter. Und tot. Autsch. Autsch. So, ey, warte mal, kann man nicht einfach da runter gehen? Oh, warte mal. Ja, ich hab's vergessen. Kann man nicht einfach da runter gehen, da wo der Wind rauskommt, kann man da nicht einfach hinten springen? Möglich. Warte mal. Ich versuch mal. Mach mal Tab-Ansicht an, weil wohin führt eigentlich dieser Schalter? Okay. So, warte mal. Ich hab's, glaube ich. Boom. Dann ist da ein Knopf. Den drücke ich voll krass. Wow. Wunderschöne Ballerina. Du bist eine prima Ballerina. So, Knopf. Ja, Orange, wir sind allein. Blue hört dich nicht. Furchtbar, wirklich. Böse kleine Maschine. Ah, okay, der Schalter verändert also. Kannst du nochmal drücken? Ah, er verändert halt die Gravitation. Und also die Windrichtung. Und du musst jetzt für mich halt den Weg ebnen. Oh, ich kann da gar nicht drücken. Oder warte, Moment, ich muss es selbst machen. Nee, wenn du da durchgehst, dann geht das ja wieder weg. Ach stimmt, hast du recht. Aber ich kann das Ding nicht von hier aus treffen. Aber was ich machen kann, aber dann kommen ja die Stacheln wieder runter, ne? Ich kann ja den ja machen, ne? Aber dann mache ich den hier. Ja, okay. Ah, und dann muss ich dafür sorgen. Ja, du springst da runter, ne? Zu dem einen Ding. Ja. Dann mache ich das hier. Ja, genau. Du musst mich jetzt auf die andere Seite lotsen. Ja. Ne, warte, Licht da durchgeht. Nein. Nein. Du hättest die Portale da portieren müssen. Ah ja, genau, stimmt. Warte. Hier. Ja. Und du musst dann da und irgendwo anders noch eins platzieren, glaube ich. Das erste habe ich. Ja, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin hier unten. So. Ich soll vielleicht aufpassen, dass du nicht da. Wo ist das zweite? Ja, oben, ne? Wo ich das rot habe, oder? Oder? Ja. Ah, okay. Okay. Hui. Wow. Luftübung. Ich hab mein Achievement freigeschaltet. Ja, aber. Fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Ach, was du nicht sagst, GLaDOS. Ja gut! Also ich muss sagen, dass die Rätsel hier wirklich ein Stück weit einfacher sind als in der dritten Testkammer. Aber trotzdem, wir sind jetzt bei über 30 Minuten. Ja. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Testkammer. Ihr habt es beide geschafft, ja. Ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören, testen wir weiter. Okay. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Von euch den anderen übertrumpfen, als wärt ihr nur Maschinen. Nein. Also dann. Warte.
Okay. Gut. Dann sagen wir bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.